Bei Grenzkontrollen zur Vorbeugung illegaler Einreisen müssen Bundespolizisten Menschen mit Migrationshintergrund künftig eine Kontrollquittung ausstellen. Dies sehen Pläne der Ampelregierung im Zusammenhang mit einer Änderung des Bundespolizeigesetzes vor. Die Bundespolizeigewerkschaft reagiert entsetzt. Ein Präventivgesetz, welches Gefahren für die in Deutschland lebenden Menschen abwehren soll, verkommt zu einem gesetzlich manifestierten Generalverdacht gegen diejenigen, die uns alle schützen sollen, also unsere Bundespolizisten, so der Vorsitzende Heiko Tegatz zu Bild. Konkret sieht die Gesetzesvorlage vor, dass Bundespolizisten den kontrollierten Personen auf Verlangen unverzüglich eine Bescheinigung über die Maßnahme und ihren Grund ausstellen sollen. Zudem seien sie angehalten, über dieses Recht zu belehren. Zuletzt stand innerhalb der Ampel zur Debatte, Kontrollen zur Verhinderung illegaler Einreisen ohne konkreten Verdacht generell zu verbieten. Hintergrund waren Vorwürfe des sogenannten Racial Profiling, die die Bundespolizeigewerkschaft zurückweist.